Okay, kommen wir gleich zur Sache. Der erste Clip kommt aus Amerika, ist Ende Februar rausgekommen und hat jetzt schon 2 Millionen Views. Der Clip zeigt einige Buffalos, die wohl nicht so ganz geil drauf sind, dass der Kerl sie filmt. Don't run into our car! Holy crap! Oh my god! Okay. Mann, was für Duschbags. Ich meine, der Kerl steht da seelenruhig, wartet, bis die eigentlich vorbeiziehen. Aber das Einzige, was sie machen, ist das Auto zu schrotten. Hey du, filmst du mich gerade? Film mal das hier, bam. Oh, come on, Frank, das Auto war neu. Mein Name ist nicht Frank, ich bin jetzt Scumbag Steve. Aber ohne Scheiß, was haben die Viecher für ein Problem mit dem Auto? Ich meine, hinten fahren auch noch ein paar Autos, aber um die scheinen die sich nicht zu kümmern. Oder vielleicht laufen die auch von dem Auto, das hinten fährt, weg und denken, das Auto, das da vorne steht, gehört zu den ganzen Autoclan oder sowas. Ich habe keinen Schimmer. Aber auf jeden Fall richtige Arschlöcher. Vor ein paar Wochen habe ich euch schon mal gezeigt, wie man mit Bass sein Auto effektiv vom Schnee befreien kann. Aber was ist, wenn das Auto gar nicht erst zu finden ist, um die Bassmaschine anzumachen? Nun, dieser Kerl, der hat sich wohl einen Tunnel gegraben. Oh Mann, noch eine Folge mit Schnee? Ja, suck it, noch eine Folge mit Schnee. Ich kann nichts dafür, dass die euch ganzen Schneeclips auf einmal viral gehen. So instead of shoveling the whole thing out and getting the wind to fill it back in, I just started digging in and in, following the path, and eventually I found the car. How long did this take you? This took about six and a half hours yesterday, with the break in between. I was lucky I had somebody inside cooking me a nice meal. And what made you want to do this and build this tunnel out to the car? Boredom. Cabin Fever, I guess, I don't know. Na, saubere Leistung, würde ich sagen. Also der hat sich ganz gut durchgebuddelt. Aber eigentlich hat er nur seine Stoßstange freigeschaufelt. Da gibt's noch viel mehr. Und ich hoffe, seine Bassmaschine ist sehr viel stärker, weil den Klumpen kriegt er nicht so leicht weg. Ich hoffe, sein Chef akzeptiert die Ausrede, dass das Auto nicht mehr zu finden ist unter dem ganzen Schnee. Chef, mein Auto ist unter 5 Meter Schnee begraben. Ja, aber du kommst doch immer noch pünktlich zur Arbeit, oder? Das bisschen Schnee, das hält die doch nicht auf. Der nächste Clip zeigt schon wieder ein Buffalo. Irgendwie habe ich so mit den ganzen Themen Schnee, Buffalos, kommen irgendwie häufiger bei mir gerade vor. Wie auch immer, eine Frau fährt an der Straße entlang und ein Buffalo gesellt sich dazu. Scheint wohl nicht Scumbag Frank zu sein. Ich heiße jetzt Scumbag Steve, du Bitch. Und dieser Buffalo, der hat wohl ziemlich Interesse an der Frau gefunden, denn der steckt seine Zunge ganz schön tief rein in das Auto. Na, das nenne ich mal einen feuchten Zungenkuss, oder? Also das ist schon eine ziemlich lange Nudel. Dafür, dass die Frau das wohl ganz schön ekelig findet, füttert es den Buffalo ganz schön gerne. Aber hey, wo man einmal was schnorren konnte, kommt bestimmt auch noch ein zweites Mal was raus. Und obwohl die Frau eigentlich gar nichts mehr zu essen gibt, steckt das Buffalo seine Nase ganz schön tief rein in das Auto. Smells like pussyfish. Woche. Schaut mal runter in die Description für die vollen Videos. Hier kommt jetzt zu den Folgen aus der letzten Woche. Hinterlasst mir mal einen Kommentar, welches Video ihr am besten fandet. Hinterlasst mir einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Abonniert mich, wenn ihr keine weitere Folge verpassen wollt. Und gebt mir Flosse. Flop.